Beim Deutschen Derivatetag trifft sich alljährlich die Finanzbranche, um über aktuelle Themen an den Finanzmärkten und natürlich generell in der Finanzszene zu diskutieren. Und auch in diesem Jahr gibt es jede Menge Gesprächsbedarf. Wir freuen uns nun auf unseren nächsten Interviewgast, Ralf Danielski, den stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung der Börse Stuttgart Holding GmbH. Was für ein langer Titel. Ja, herzlichen Dank, dass du ein paar Minuten Zeit gefunden hast für das Interview. Ja, wie ist die Derivatebranche generell derzeit aufgestellt? Ja, wir haben eine sehr interessante Situation an den Märkten. Die Märkte steigen ja schon seit einer ganzen Weile, die Aktienmärkte. Allerdings aus Privatanlegersicht sind viel zu wenig dabei. Man könnte also sagen, es ist Hosse, aber zu wenige sind dabei. Die Märkte werden im Prinzip im Moment getrieben von institutionellen Anlegern, also von großen Investoren, die zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon gekauft haben, aber liquiditätsgetrieben. Da ist sehr, sehr viel Geld da von den Zentralbanken, aber leider, wirklich leider, leider, weil die Märkte sind schon sehr weit gelaufen, beteiligen sich die Privatanleger nicht genug. Es kommt also zu einer Entkopplung. Wir haben heute ein neues All-Time-High im DAX, aber eben ohne die Masse der Privatanleger. Wir haben auch in der Branche gewisse Konsolidierungstendenzen gesehen. Müsste man sich da Sorgen machen oder ist das überbewertet? Das ist aus meiner Sicht deutlich überbewertet. Also man hat immer wieder geschäftspolitische Entscheidungen. Denken Sie an Macquarie, das ist eine australische Bank, die hat sich mal zurückgezogen in Deutschland aus geschäftspolitischen Entscheidungen heraus. Die konzentrieren sich wieder mehr auf dem Heimatmarkt. Genauso Royal Bank of Scotland, die sind ja vom Staat sehr stark mit beeinflusst, haben sich auch gesagt, sie besinnen sich wieder mehr aufs Kerngeschäft. Allerdings, und das ist eben das Wichtige und Positive bei einer Macquarie, da stand sofort jemand Gewehr bei Fuß und hat das Geschäft übernommen und jetzt auch bei ABS, nach allem, was man hört, ist sehr großes Interesse da, diese sehr, sehr gute Produktpalette eben auch tatsächlich zu übernehmen. Wenn man sich die Entwicklung am Markt anschaut, dann muss man sagen, der VDAX momentan unter 25 Zählern. Noch vor einiger Zeit waren wir bei 40 Zählern. Also die Volatilität hat deutlich abgenommen und das macht das Geschäft doch eigentlich für die sehr kurzfristigen Anleger, für die Trader relativ schwer, oder? Genau, das sehen wir auch im Hebelproduktbereich insbesondere. Da gibt es natürlich deutlich weniger Chancen, weil die Volatilität eben nicht so hoch ist. Allerdings, und das ist die Kehrseite der Medaille, wenn es stabil geht, bei unserem Produktuniversum haben wir ja sehr, sehr gut geeignete Produkte, wie zum Beispiel Bonuszertifikate oder auch Index-Tracker. Da geht man dann mal ein bisschen längerfristiger orientiert mit rein, nicht so stark gehebelt. Und da sehen wir ein sehr, sehr gut laufendes Geschäft. Wenn man sich jetzt die Branche anschaut, dann ist ja nicht nur alles eitler Sonnenschein. Es gibt auch gewisse Probleme, mit denen man derzeit zu kämpfen hat. Welche fallen Ihnen da als erstes ein? Naja, eine der größten Herausforderungen ist natürlich die regulatorische Seite. Wir haben einmal die Financial Transaction Tax, also die Finanztransaktionssteuer, ist ja seit einer großen Weile in aller Munde, wird, wie man jetzt hört, inzwischen ein bisschen entspannter gesehen, auch von den Regulatoren. Zum Glück, muss ich sagen, weil das beschäftigt uns sehr gut. Wir sehen große Gefahren, gerade für Privatanleger, die dann nicht in eine andere Jurisdiktion sich bewegen können, wie jetzt Institutionelle. Also das heißt, die werden dann hier sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Und das Problem bei Privatanlegern wäre dann, werden nicht nur einmal besteuert, sondern in der ganzen Kette von so einer Produktentwicklung wird man eben dann mehrmals besteuert. Plus die Liquidität könnte sehr stark sinken, weil nämlich die Liquidität zur Verfügung stellen, auch noch mit besteuert werden. Also wir würden das sehr, sehr kritisch sehen und das wäre auch eine der größten Herausforderungen. Zusätzlich auch regulatorisch kann man noch sagen, ich habe gerade gehört hier am DDV-Tag, dass eine neue Statistik rausgekommen ist, dass nur mehr 2 von 100 Anlegern sich überhaupt beraten lassen, weil der Wust am Papier, den man dabei unterzeichnen muss und durchlesen muss, so groß ist inzwischen. Und das ist aus unserer Sicht auch völlig kontraproduktiv, weil wir wollen informierte Anleger, wir selber informieren sehr, sehr transparent da. Und wenn dann Anleger, Privatanleger insbesondere aufgrund der Komplexität die Lust dran verlieren an der Information, dann ist es für uns die schlechteste aller Welten. Also 2 Sachen, an denen man definitiv noch arbeiten muss und die wir ja auch noch begleiten werden. Aber ich habe vor kurzem wieder ein Interview von Ihnen gelesen und da stand eigentlich, Sie blicken relativ optimistisch in die Zukunft der Derivate. Woran liegt's? Naja,
Erstens mal haben wir natürlich ein sehr, sehr interessantes Produkt insgesamt. Also das gibt eine, egal ob volatile Märkte, wie wir gerade gesagt haben, momentan sind sie nicht so volatil, gibt es dafür andere Produkte, die man schön spielen kann. Also wir haben eine sehr interessante Produktpalette, die beim Privatanleger sehr, sehr gut ankommen. Wir bringen Privatanleger mit diesen Produkten auf Augenhöhe mit institutionellen. Wenn der Privatanleger nicht inflationsbedingt seine Ersparnisse verlieren will, dann ist es sehr, sehr angesagt, dass er tatsächlich auch unsere Produktpalette mit ins Kalkül zieht. Da kann er ganz, ganz gut zugeschnitten auf seine individuellen Bedürfnisse dann das richtige Produkt finden. Das ist ein sehr großer Vorteil. Wenn die Produktvielfalt groß ist, dann gibt es gute Konkurrenzmöglichkeiten, dann kann man gut schauen, was auf einen selber dann auch passt. Und das ist zum Vorteil des Kunden. Die Derivatebranche insgesamt hat ihre Hausaufgaben ja gemacht, weil wir haben ein großes Produktuniversum, aber trotzdem extrem stabiles Pricing. Also die Verlässlichkeit auch bei sehr, sehr schwierigen Märkten ist sehr groß. Da hat die Börse natürlich die Hausaufgaben gemacht, aber auch insbesondere die Emittenten. Also das heißt, hier haben wir ein Produkt, was langfristig sehr, sehr solide ist. Und dementsprechend bin ich auch zuversichtlich, dass das die Kunden wie bisher weiterhin sehr, sehr gut annehmen. Also es gibt einige Baustellen oder um nicht zu sagen einige Hindernisse, mit denen man in der nächsten Zeit auch noch zu kämpfen hat in der Finanzbranche. Aber generell ist man relativ optimistisch gestimmt, was die Derivatebranche angeht. Herzlichen Dank fürs Interview und noch viel Spaß hier auf dem DDV-Tag. Danke.